Recht herzlich willkommen zur 105. Folge von Towns. Ja, letztes Mal haben wir das Atelier gebaut, sind dann durch drei neue Besucher, Bewohner abgelenkt worden. Und jetzt waren wir hier drin und da haben wir irgendwie geguckt, was man da alles so machen kann. Rüstung dahin und dann hat man hier reingeguckt. Close Armor. Leather Armor. Das war der Grundstück, um die anderen Sachen alle hier zu machen. Deswegen müsste man da eigentlich so eine Automatik drin haben. Weil diese Sachen sind teilweise richtig gut, ne? 1600, 1900, 2690. Aber dafür brauchen wir auch Ogrite. Und Zombie. Das hat man. Direct haben wir, ne? Ja. Und ich glaube, das ist das Einzige, man hier nicht braucht. Obwohl das blau ist, braucht man es nicht, ne? So mit, okay, alles klar. Gut. Aber so ein Lederhemd ist ja auch nicht verkehrt, ne? Gut, was können wir noch machen? Hier hätten wir ja genug, ne? Haben wir alles zurückgeschraubt, ne? Die roten Kugeln sind noch da. Wir wollten das mal haben, vielleicht, um das notfalls auch zu verkaufen, ne? Okay. Also Leder können wir herstellen, aber sinnigerweise macht Sinn macht es jetzt nicht so wirklich, ne? Gut. Wie sieht's denn so mit Happiness überhaupt aus? 53 von 74. 74, wahnsinnige Zahl, ne? Kennen wir schon gar nicht mehr. 37 Townies, das ist auch krass. Wie schaut's denn hier so aus? 5 Helden, wir können 7 haben. Gehen wir runter, gucken hier mal rein. Hier hatten wir überall schon ausgehöhlt und auch wieder ein paar, sag schon, Laternen noch hingebaut, glaube. Könnten aber noch ein paar mehr sein, ne? Ja. Gesagt, komm, wir graben das ja immer weg. Müsste gehen, ne? Und das geht auch. Also das Wasser hier oben, das war ich nicht, ne? Das muss oben reingelaufen sein. Definitiv. Die Wand machen wir auch mal weg, da haben wir was zu tun. Und hier wird noch ein Schatten von einem Teil hier geworfen. So, da sind auch schon genug Bergmänner da. Komm hier, zack, weg. Dann sind wir da voll beschäftigt mit Aushöhlen, ne? Hier sind ja noch ein paar Gänge, da könnte man noch Laternen reinstellen, ne? Sieht eigentlich ganz gut aus, dass das vielleicht gehen könnte. So, das wäre 1, 2, 3. 1, 2, 3 Kerze. 2, 3. 1, 2, 3 Kerze. 3. 1, 2, 3. Und da müsste, glaube ich, die Kerze hin, ne? Könnte sein, ne? Schauen wir mal. Wo beschäftigt sind sie dann? Den noch weg und auch noch nicht weg machen, genau lassen. Da kommt dann noch ein Gang hin. So ein Gang. Machen wir mal so, ne? Da haben wir schon wieder was zu tun. Kollabt. Da sind noch 8 Teile. Die können sie dann noch abbauen. Ah, ist noch genug zum Abbauen. Wie sieht es eigentlich mit Essen aus? Haben wir da genug? 2 Brote, keine Kirsche, keine Birnen. Das ist aber schlecht. Machen wir doch mal gerade so einen Rundumschlag hier unten, ne, oder? Oh, da unten sind noch mehr. Nein, wir machen das jetzt hier und fertig.
So, jetzt sollten sie alle hinstürzen und pflanzen. Übersteigen und dann Äpfel runterholen. Da sind ja ein paar da, ne? Das war 53 eben, ne? 59 steigt. Ja. Getreide ist auch immer knapper, ne? Wir hatten hier unten schon die zwei Reihen mehr gemacht, da, hier, da. Da können wir schon weiter ausbauen noch, ne? Habe ich nicht die Shift-Taste gedrückt. Ah, eine geht noch. Ja, sind sie damit beschäftigt, das zu machen? Auch cool. Und dann müssten wir danach Getreide anpflanzen. Oh, da ist auch eine Stelle, die gar nicht gemacht wurde. So. Die auch alle. Es wächst gerade nach, ne? Da hätten wir es doch nicht machen müssen. Das spielt auch keine Rolle, ne? So, da noch. Zwei Felder danach noch. Oh, jetzt laufen wir alle weg. Die letzten zwei Felder. Ah, da kommen schon zwei, die es machen wahrscheinlich. Genau so ist es. Mathilda, Montgomery. Frosch im Hals. So, dann könnt ihr das auch anbauen. Ist aber noch nicht einer von gemacht worden. Gut. Rüstungstechnisch ist ein Helm da, eine Hose da und dahinter liegt noch was. Auch eine Brustplatte, okay. Haben wir einmal da, bis auf die Schuhe. Wie sieht's denn mit unseren Leuten aus? Was haben die denn an? Oh, 64 schon. Cool. Ja, hier zum Beispiel fehlt eine Hose, die liegt da aber. Die haben alles. Ja, hier sind schon einige, die noch gar nicht so viel haben, ne? Die haben alles und die Träger, oh, ganz schwach. So, Brustplatte hat da einer angezogen, aber da hat er was anderes für ihn gelegt. Knochenplatte. Okay. Der Helm liegt da noch. Hier ist auch noch eine Waffe, ne? Ein Bambusstock. Müssten sie alle mal holen, ne? Wenn sie nichts haben, können sie da was kriegen. Obst und Gemüse ist abgeerntet. Happiness bleibt bei 64 stehen. 74 ist das erwartete Ziel. Ja. Hier oben sind auch ganz viele Radieschen, ne? Können wir eigentlich auch abernten. Geht doch auch, ne, oder? Zack. Aber, ja, was machen wir mit Radieschen, ne? Radieschen. Müssten wir jetzt eigentlich hier so ein Feld anpflanzen, oder? Graben das um. Ich weiß aber nicht, ob es dann geht, ne? Humus und Jungle. Und dann können wir eigentlich hier so eine Reihe machen, ne? Hier wäre eine schön lange Reihe zu machen. Das sollten wir vielleicht mal in Betracht ziehen. Ja, guck mal, so lang kann die Reihe sein, ne? Hier wird auch nochmal gehen. Na. Frosch geht gar nicht aus dem Hals raus. Sorry. So, da geht's auch schon. Buddeln sie alle. Der eine hat Hunger. Kommen irgendwelche Gärtner und buddeln um. Jetzt wird es gerade dunkel. Da hätten wir gerade noch das machen können, ne?
So. Aber sie werden nicht eingepflanzt wieder, oder doch? Bekohlt haben sie, glaube ich, welche, ne? Ich nehme nicht, dass sie sie einpflanzen. Oder doch? Ich weiß nicht. Okay. Ich glaube, die wachsen aber auch von alleine, ne, oder? Schauen wir mal. Ja, Hohlgraben, doch, da werden jetzt auch welche eingepflanzt. Passt. Gut. Ja. Jetzt müssten wir sie nur noch auf Abernten aufstellen, ne? Da sind sie. Und Radieschen und Bananen. Aber das sind doch hier Bananenbäume, ne? Ja. Das würde bedeuten, wir machen da mal einen hin. Und die können wir erstmal abernten hier, ne, oder? Ja. Und ja. Könnte wir hier anlegen, ne? Lassen wir jetzt aber erstmal. Obwohl, da sitzt der Bananenbaum, ne? Und hier können wir nochmal umgraben. Ich denke, die drei machen wir auf jeden Fall. Wie sieht's mit der Happiness aus? Oh, gleich 74, noch zwei Punkte. Krass. Da ist auch eine Banane liegend. Aha, da wird das erste umgegraben. Das ist doch schon mal schön. Da kommen noch zwei und die graben das auch um. Auch super. Auf jeden Fall drei Bananenbäume hinpflanzen. Jungle Tree. Jungle Tree. Genau, alle weg. Dann können wir noch da umgraben. Oh, den einen hat er jetzt nicht weggemacht. So. Alle Radieschen sind nicht gepflanzt worden. Oh, vielleicht passiert da ja noch was, obwohl da rechts ist noch eine freie Stelle. Und dann links auch noch. Gut. Ja, läuft, oder? Läuft wirklich. 74, 75. Jetzt müssen auf jeden Fall wieder welche neu kommen. Da sind sie, aber diesmal nicht drei, sondern nur zwei. Gut. Die beiden sind neu. Essen 9, 6, 8, 6. Ja komm, dann gibt's bei den Holzfällern und beim Bergmann was. Und dann. Wie, der hat schon alle Klamotten an? Ja, wahrscheinlich rote Rüstung, da gab es ziemlich viele Sachen. Bei den Holzfällern, okay, da fehlen nur zwei Sachen. Ist aber schon mal am Vorangehen. Passt, ne? Ja, dann müssen wir uns nächste Folge hier noch in dem Dschungel ein bisschen weiter drum kümmern, dass hier die Pflanzen alle gesetzt werden. Vielleicht die Bananenbäume noch kultivieren, so in so einer richtigen Reihe hier setzen. Machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.